Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Pyroflos Mario RPG Projekt. Wir beginnen mit einem neuen Spiel und... Mit mir, Pyroflos! Ja. Fragezeichen. Gut, es geht los. Seid bereit. Let's go! Ich hoffe, dass... Ja, kleine Anmerkung. Meine Tester haben gepennt, also habe ich alles selber getestet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob alles bugfrei ist, aber die Hauptstory muss da eigentlich bugfrei sein. Okay. Bowser, du bist tatsächlich bereit, mir gegenüber zu treten. Oh. Nein. Ja. Das ist unser Zeichen. Bist du bereit? Ja, Bowser, ja. Du musst ein Einführungsplan. Okay. Komm. Annika. Du hast zwei Optionen. Du hast diverse Optionen. Nochmal angreifen. Ja. Okay. Du kannst aus diesem Bosskampf aus Kämpfen kannst du gehen, aber nicht aus Bosskämpfen. Du kannst dich jetzt ersetzen, du hast aber keine Abwehr, also Pirate, also erstmal die Defensive und die Chance auszuweichen. Aber nur für eine Runde natürlich. Ah ja. Und alles andere ist selbst erklärend für dich. Du hast ja auch RPGs gespielt. Also nur für die, die noch keine RPGs an sich so kennen. Ja, besiegt. Yay, das war ja nicht allzu schwer und du hast 0 EP erhalten. Verdammt. Oh, Luigi. Ja, Luigi. Ja, immer noch besser als Paracarry. Ja, und sie lettert sich wie ein Arc. Hallo Luigi. Gut. So, du kannst auf den Bildern nochmal Informationen und so kriegen, falls du alles vergessen hast. Hey. Geiles Menü. So, ja gut. Alles, wie ich mir vorgestellt habe. So. Mal schauen, ob hier Secret. Du solltest dich erstmal umsehen. Oh ja. Yeah. Vielleicht? Nein. Da, wo man zum meisten erwarten würde, ist wie etwas. Hier, ein. Aber ich verspreche, es gibt Secrets. Finde ich gut. Gibt's in diesem Haus Secrets? Ja. Ich schmeiß eigentlich relativ egal. Viel mehr. Ich verpiss mich. Jo, mein Haus ist Mini. Nein! Marios Haus. Finde ich gut. Oh nein, er tot. Stirb tot. Nein, du hättest im Haus so viel machen können. Hey Mario, wie geht es dir? Ist mir egal. Wo muss ich denn hin? Ah. Na Luigi, hätten wir doch gesagt, du musst einkaufen gehen. Wo ist der Einkaufsladen? Abgeschlossen. Wie wär's an diesem Punkt, wenn du dich mal ein bisschen umsiehst? Und es gibt auch ganz typische Barrikaden. Versuch mal das Dorf zu verlassen, ganz typisch. Oh nein. Toadette. Okay. Haha. Yeah. Secret gefunden. Oder auch nicht. Doch, da muss doch irgendwas sein. Aha. Ja, was hab ich jetzt gefunden? Kupferblatt. Yay. Yeah. Super gemacht. Und raus hier. Super Idee. Irgendwas muss ich mal einfallen lassen. Ja, du kannst in den Brunnen fallen. Hier ist dein bester Freund. Der kaputte Holzhammer. Hallo Todd, bist du dumm? Ich bin ein Emo. Superplan. Gib mir die Münze. Yeah. Und da und jetzt muss ich dir mal ganz Wichtiges sagen. Zu diesem Toad, der etwas bewacht. Nach Kapitel 3 musst du hier hinkommen, weil ansonsten kommst du nie mehr an dem Typen vorbei. Also nach Kapitel 3 kommst du das einzige Mal an dem vorbei. Oh, ein Quest Toad. So viel dazu. Jo. Sag mal, das ist Soda. Okay. No. Oh nein, dieser Terekumba. Holy shit. Damit hast du automatisch die Hauptquest aktiviert. Ich will aber jetzt was einkaufen gehen. Hahaha.
so ist es nicht. Nein, du musst einfach nur eine bestimmte Zeit warten. Kaufen. Oh, scheiße, ich hab gar keine Kohle. Er ist da. Was fällt dir jetzt an? Also es gibt so viel, was wir jetzt machen könntest. Zuerst einmal solltest du vielleicht in Marios Haus gehen und da erstmal die Secrets absuchen. Oder ich rüste Mario mit dem Holzhammer aus. Mit dem kaputten Holzhammer. Das ist die einzige Waffe, die du in dem ersten Kapitel überhaupt kriegen wirst. Und rein da. Und nein, ich bin nur in bestimmten Parts da. Also ich werde ihn jetzt nicht die ganze Zeit unterstützen, nur weil er dumm ist. Nichts gegen dich. Du stellst dich nur manchmal etwas blöd an. Check alles aus. Nein, das war noch nicht alles. Ah. Nice work. So, noch eine Sache ist noch hier, muss ich sagen. Marios Haus sieht aber ziemlich leer aus. Ja, klar. Was hast du erwartet? So. Mario ist nicht der reichste Klempner, obwohl nach so vielen Abenteuern, wo er so viele Münzen gesammelt hat. Ah, Mann. So, ich sag, wie ich bereits am Anfang sagte, auf den Schildern... Da ist aber kein Schild. Das war ein vorprogrammierter Boost-Anfall. Soll ich mich da mal wiederholen? Auf den Federn steht Verfall! Ach, immer diese spontanen Hustanfälle. Außer auf diesem. Das ist die einzige Ausnahme. Tut mir leid. Yay! Fuck, er hat ihn gefunden! Wie konnte das nur passieren? Unterlagen. Mach ich gerne mal Pilzkeller. Aha, da hat er also seine Pilzsucht her. Aber er hat nur noch zwei Pilze übrig. Ja. Deswegen sieht da unten auch alles verdeppert aus, weil er da unten immer seine Pilze raucht. So, ich hätte jetzt aber auch ein bisschen Kohle. Kriegt man seine Pilze. Todd, gib mir Kohle. Auf Gesicht. Ach, dieses LP ist ja schon sehr vielversprechend. Ja, eine Weile Münzen. Wie du ausreißt. Münzen. Ich weiß, dass ich übelst falsch gehe, aber ist mir eigentlich egal. Der Leuchtturm. Wieso? Yay. Ja. Bleib abgelöst halten. Wieso gehen alle drei Truhen gleichzeitig auf? Du hättest mal das Schild lesen müssen, du Honk. Wieso mache ich da wohl ein Schild hin, hä? Ich wollte nur sagen, in einer von den anderen beiden wären erstmal so fette 500 Münzen drin gewesen und eine die Truhen dann zu aufmachen, aber egal. Naja. Koopas! Achtung! Münzen, die Münzen kommen ja wieder. Das hat einen Grund, aber egal. Das kann ich immer farmen. Ja, das sind Respawn-Münzen. Ich kann mir ja tausende von... Ja, wenn du wirklich armselig bist. Nein, nein. Hallo. Sowas musst du mal offscreen machen, bis du 9 Millionen hast. Ich hab nur eine Münze zu wenig, jetzt reicht's, verkaufe ich meine Latzhose. Soda. Nein, das war dumm! Ist doch mir egal. Egal, jetzt kriegst du zu. Ja.
Sucht. Hat er irgendwas Interessantes gelernt? Ich hab geschluckt, ich hasse dich. Nein! Ich muss zurück! Ich muss lesen, wenn ich entlang gehe. Hallo. Gummersturm. Ich wusste nicht nur, dass das komplett falsch ist, wir haben jetzt auch noch ein Lachsfest in dir. Ist mir egal. Münzen, 100 Erfahrungspunkte. Level 4 Powersprung gelernt. Ja, ich level mich auch. Oh. Gut, ich glaube, das war's dann auch schon beim ersten Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ja, und ich wollte noch eine kurze Anmerkung. Mach deine Anmerkung. Was? Mit Level 4 wärst du schon bereit, also mit Level 4 wärst du schon stark genug, den ersten Endgegner zu bleiben. Kein großes Gelevel, aber es wird noch einiges kommen vor dem ersten Endgegner. Wow, du hast echt schnell gelevelt. In einem Fall. Gut. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns, wenn er irgendwann in Kapitel 8 angekommen ist, was wahrscheinlich nie passieren wird. Noch irgendwelche letzten Worte, Marco?